So, jetzt spielen wir mal mit diversen Sachen herum. Ich würde sagen, das Video ist sogar speziell über Space Desk sein. Genau, das ist eine Freeware, mit der man seinen Monitor auf größere Sachen, wie zum Beispiel auch Android-Gerätschaften, erweitern kann. Wer von euch schon mal mit mehreren Monitoren gearbeitet hat, der weiß, was das für ein komisches Gefühl ist, wenn man mit dem Mauscursor so über den anderen Monitor einfach hin und her fahren kann. Ne? Ich mache das gleich ein bisschen größer, damit ihr das auch auf dem kleinen Kamerabildschirm sehen könnt. Ich pop hier zum Beispiel einfach mal, das ist wunderbar, dass X-Plane sowas serienmäßig kann. Ich kann ja hier das eine Navigationsinstrument einfach so in den Vordergrund poppen und dann hier drum arbeiten. Ich kann es aber auch verschieben. Und jetzt zeige ich euch mal eben, wie das aussieht, wenn ich es denn gerade verschieben kann. So. Dann schiebe ich es einfach mit Schwung hier rüber. Ja, dachte ich, ne? Jetzt nach unten erstmal. Wieso kann ich es nicht nach... Ach, logisch, ich rede Unfug. Ich habe es zwar ausgepoppt, aber ich habe es noch nicht in ein Window verwandelt. So, jetzt kann ich es umherschieben, wie ich will. Also auch außerhalb des Monitors. Also ich kann es auch hier unten hinschieben und ich kann es da hinschieben und dann kommt es hier irgendwo wieder hoch. Und dann ist es da. Wenn ich es da runterschiebe, dann ist es entsprechend da zu sehen und funktioniert da unten auch. Ne? Das ist also genauso, als hätte ich es auf diesem Bildschirm. Und das entsprechende geht also auch hier. Jetzt kann ich ihm auch sagen, mach mal groß. So, puff. Ne? Das Format stimmt hier nicht so ganz. Das ist halt, das ist 21:9, das ist 16:9. Das ist 2560 mal 1080 oder so. Und das ist 1920 mal 1080. Weil er jetzt glaubt, er wäre noch auf so einem Schirm, ist er hier ein bisschen verschoben. Aber, was ich kann hier, nein, kann ich nicht mit dem Touchscreen herumspielen. Ich dachte jedenfalls, ich könnte das hier, aber egal. Hier kann man jedenfalls so Instrumente und Displays hinschieben. Und auch alles andere. Also, komm hier hoch, hau ruck. Genau. Es muss schon halbwegs passen. Jetzt zeige ich euch mal eben den Treiber dazu. Das sieht dann so aus. Ein unglaublich hässliches kleines Kästchen, auf dem eigentlich nicht viel zu sehen ist. Wichtig ist dazu das Display-Setting. Das ist im Grunde nur eine Windows 10-Funktion. Ne? Also der ruft eigentlich nur dieses Display-Setting auf, um zu sehen, wo sind die denn. Der große Monitor ist hier die 1 und 2. 1 und 2 deswegen, weil der wird gespiegelt da vorne auf meinem Lieblingsplatz. Ich habe also hier von diesem Monitor eine Kopie da hinten und kann auf die Art von zwei Stellen aus dem selben Rechner arbeiten. Die Nummer 4 ist der hier, die Nummer 5 ist der hier und die Nummer 3 ist der hier. Ich glaube, mit Identify wird es auch angezeigt, ne? Ja, Gott, also relativ klein, ne? Ich klicke mal drauf und dann kriege ich da hier eine 4 und da kriege ich eine 5. So, toll, und da hinten entsprechend eine 3. Das sind aber nur die Nummern, die Windows jetzt selber intern dafür verwendet. Auch das hier kann ich jetzt spaßeshalber einfach mal hier durch die Gegend schieben. Man kann die natürlich jetzt auch völlig frei platzieren. Ich kann ihm aber so sagen, er soll da sein oder ich kann ihm sagen, er soll da sein und entsprechend wird dann das Desktop einfach vergrößert. Ich sage das jetzt deswegen, weil hier seht ihr die Größe, die Windows selber annimmt. Na, der Monitor ist so groß und dann sagt er, der Monitor, der ist so groß. Also dieses Tablet hier ist so groß. Wenn ich also mit Maus gehe da runter, komme ich da in Ecke nur, wenn ich hier mit Maus runter gehe und so. Ist nicht weiter tragisch, ist einfach nur, um es zu wissen, dass es so ist. Hier haben wir dasselbe, die Nummer 5, ist er hier. Der ist, was Windows betrifft, ungefähr hier und so groß. Ne? Dass man sich das also beim Hin- und Herschieben sich... Wenn ich zum Beispiel hier mit der Maus wieder hochkomme, dann kommt die halt nicht hier hoch, sondern die kommt gar nicht hoch, sondern ich muss ein Stück zurück und dann hier hoch, um da mit der Maus wieder rauszukommen. Nur damit man sich nicht verwuselt. Jetzt kommt was Richtiges. Und zwar, er legt die Größe dieser Gerätschaften fest und dann passiert was. Mal gucken, ob ich das hier auch während X-Plane läuft einfach mal eben so machen kann. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, es ist aber auch nicht so wichtig. Wenn ich jetzt den hier, also die Nummer 4 sagen wir mal, als Monitor aktiviere, kann das passieren, dass meine ganzen Icons auf dem Hauptmonitor woanders sind und hier tauchen welche auf. Da haben sich schon viele Leute mit verrückt gemacht.
Der Trick ist ganz einfach. Man nimmt einfach die Maximalauflösung, sprich 1920x1080p, wie auch immer. Und dann sagt man ihm hier, dass man die Größe auf 125% ändert, statt auf 100%. Dann macht das aber... Und dann sind alle Icons wieder genau da, wo sie hingehören. Und auch die zwei funktionieren völlig einwandfrei. Das ist der ganze Trick, wenn man mal mit SpaceX Probleme hat. Na, der hier. Ich habe es noch nicht probiert, ob es jetzt besser wird, bei 150 oder 200% oder sowas macht. Aber mit 125%, pack, alle Icons da, wo sie hin sollen. Ich glaube... Das war jetzt mit Space Desk schon eigentlich alles. Wie das jetzt mit Handys funktioniert. Ich meine, wäre ja ganz witzig, wenn man irgendwie zum Beispiel nur eine Armatur oder irgendwas so auslagern kann auf ein Handy. Habe ich nicht probiert, weil ich habe hier lauter Tablets und die nutze ich natürlich auch. Das sind übrigens die Fire HD 10. Das ist also, kaufe ich gebraucht bei eBay für ein Apple und ein Ei. Und ihr seht ja, die sind fantastisch. Die kriegen Full HD hin auf dem kleinen Display. So, das machen wir wieder weg. Das können wir eigentlich auch wieder wegmachen. Es bleibt trotzdem im Hintergrund aktiv. Ja, was ich da jetzt mitmachen kann, das werde ich aber gleich in einem anderen Video machen, ist mit dem Air Manager zum Beispiel so ein komplettes 530 hierher verlagern und das von hier aus auch bedienen zu können. Dafür brauche ich aber den Air Manager. Das wollte ich euch nur eben erzählen und schon sind wir durch. Kaum habt ihr was von mir gesehen. Das finde ich praktisch. Bis nächstes Mal, sagt der Mann, der seine Kamera schon wieder selber ausschalten muss.